Hallo und herzlich willkommen im Zen Garden Paraguay in der Serie Wohnen und Leben in Paraguay. In der Serie zeigen wir Ihnen immer irgendwelche Spezialthemen und heute ist es, wie wird ein gut isoliertes Dach gebaut? Das ganze Video hat 28 Minuten und Sie werden hier im Detail die ganzen Schritte sehen, bis das Dach, wie Sie es hier auf dem Foto sehen, so fertig gebaut wurde. Dazu sehen Sie aber auch natürlich noch, wie das Arbeitsklima im Zen Garden ist, wie die Leute miteinander umgehen und Sie können sich ein viel besseres Bild machen, wie so der Baualltag im Zen Garden aussieht. Am Ende freue ich mich noch über einen Daumen hoch, damit ich weiß, Ihnen hat das Video gefallen. Und jetzt geht's auch schon los. Und hier wird das Dach geliefert. Super! Und wie in Paraguay üblich, wird jetzt alles per Hand sorgfältig abgeladen. Ja, Schiene für Schiene, egal ob es das breite Dach ist oder nur die Streben, die darunter sind, alles wird schön abgeladen. Im Hintergrund habe ich Ihnen übrigens den Originalton von den Aufnahmen einfach mit im Video gelassen, dass Sie mitkriegen, wie das Vogelgezwitscher ist und dass es auch wunderbar leise ist. Ja, viel brauche ich, oder ich brauche nicht alles kommentieren, ich denke, man sieht recht gut, was passiert. Jetzt natürlich auch meine Nahaufnahme, bin ja auch neugierig gewesen, das Dach mal von der Nähe zu sehen, was geliefert wurde. Diese offenen Stellen werden natürlich am Ende alle verkleidet am Dach, dass keine Feuchtigkeit und kein Regenwasser hinkommt. Und jetzt schauen wir uns auch mal das Dach von der Nähe aus an. Da ist es. Oben Metall und Sie sehen auch, wir haben absichtlich eine helle Farbe gewählt, in dem Fall Silber, damit die Sonne reflektiert wird. Hätte es auch in anderen Farben gegeben, wie Grün, wie Rot, aber natürlich Grün, Rot und die Sonne, das heizt sich natürlich auf. Und wir sehen hier sehr schön an der Seite, hier ist unter dem Metall sind 5 cm Styropor an den dünnen Stellen und hier sind es dann 10, aber das, wie gesagt, wird hauptsächlich zur Stabilisierung benötigt. Und die 5 cm Styropor an der Unterseite haben dann auch nochmal eine Metallschicht. Man sieht das hier sehr schön und die ist weiß. Das heißt am Ende, dieses Weiß, diese Schicht ist die Decke der Häuser. Warum haben wir das gewählt? Das ist im Moment das beste wärmeisolierende Dach, was Sie in Paraguay kaufen können. Das heißt, diese 5 cm Styropor sind optimal, um die Sonne und Wärme draußen zu halten. Wir werden das Dach, dieses Dach im gesamten Zen Garden benutzen. Das heißt, es kommt auf dem Kiosk, Rezeptionsbereich, genauso wie aufs Hausmeisterhäuschen und auch auf die Holzhütte, die wir als Lagerschuppen benutzen werden. Und natürlich dann auch auf alle Wohnhäuser und auch aufs Fitnesshaus. Das heißt, wir werden es vollständig benutzen. Ja, ich habe schon ein bisschen übersprungen. Ich hätte zwar das Videomaterial auch da, aber hier sehen Sie schon, dass der Dachstuhl bereits fertig ist und die Schienen, die später das Styropordach, das Metallstyropordach tragen werden, die sind schon montiert. Im Hintergrund sehen Sie auch, dass nicht nötig werden, wird auch die Wand weiter verputzt. Hat mit dem Dach jetzt weniger zu tun, aber naja, wenn er schon da ist, dann kommt er mit aufs Video. Man sieht es übrigens auch sehr schön, das Dach hört genau beim Hausmeisterhaus auf. Da kommen dann praktisch die eigenen Schienen wieder und das eigene Dach drauf und die beiden sind nicht verbunden, sondern das Verbindungsstück selber wird eine Mauer sein, damit da auch kein Regen reinlaufen kann. Ja, es wird gemessen, es wird angezeichnet. Ich gehe davon aus, das ist die Position, wo gleich geschnitten wird. Denn eigentlich wollten sie das ja gestern schon machen, aber da war die Flex nicht da und die haben sie heute mitgebracht. Und
Ich gehe davon aus, alles andere würde für mich jetzt keinen Sinn machen, dass gemessen, angezeichnet wird und dann mit der Flex der Dachteil hier eben dementsprechend geschnitten wird. Ja, ich gehe in der Zwischenzeit nochmal zum Haus. Da sieht man nämlich dann auch schön, dass gerade verputzt wird innen. Ja, hier wird gerade verputzt. Die eine Wand ist schon fertig verputzt, die zweite kommt gerade dran, das heißt, sie wird heute auch fertig werden. Von den Farben, wenn gestrichen wird, haben wir uns entschlossen, wir werden also die Außenfarbe der Mauer, also bis jetzt, die Mauer ist in so einem schönen Bordeaux gehalten und das wird auch hier innen natürlich das Bordeaux werden. Auf der Außenseite, nur an der Vorderseite, haben wir uns allerdings fürs Ocker entschieden, denn die Häuser, die Doppelhaushälften, werden auch in Ocker gestrichen und so sieht es dann von außen natürlich schön einheitlich aus. Im Schuppen haben wir uns genau deswegen auch dazu entschlossen, dass wir an der Seite, wo gerade verputzt wird, werden wir die Wand auch ocker streichen lassen und die Wand zur Straße hin wird weiß werden. Im Hausmeisterhäuschen und beim Empfang, ja, das wird in der Phase 2 noch fertig gebaut, die wird anschließend zur Phase 1 erfolgen und da haben wir uns gedacht, wir warten darauf. Je nachdem, wer hier Hausmeister wird, der soll sich auch gleich die Farbe selber aussuchen, je nachdem, was ihm gefällt. Ist doch dann einfach gemütlicher und schöner für ihn. So, jetzt wird hier oben nochmal gemessen, um auf Nummer sicher zu gehen, dass die Maße richtig sind. Danach gehe ich davon aus, wird mit der Flex zugeschnitten und dann sollten die Dachschienen, das Dachmetall, oben aufs Dach angebracht werden. Wir werden natürlich nachher auch vorgehen, dass wir das deutlich und schön sehen können. Aber ich glaube, im Moment sieht man ganz gut, auch von der kleinen Entfernung hier, wie Diego oben auf dem Dach misst. Und sich abstimmt mit seinem Zuarbeiter, seinem Kollegen. Und ich hatte recht, es wurde natürlich gleich danach zugeschnitten und Sie haben es gerade selber gehört. Und ich bin sicher, wie das aussieht, Sie sind noch nicht fertig, es wird gleich nochmal laut werden. Übrigens, Sie sehen, alle Bauarbeiter haben langärmelige Oberteile an, sie haben Kopfbedeckung auf, in der Regel ist hinten das Genick mit irgendwas geschützt und auch lange Hose und natürlich schwere Schuhe. Warum solche Kleidung? Es ist doch schön warm. Ja, es ist aber, wie gesagt, mit 25 bis 30 Grad fast zu warm. Und natürlich könnte man ohne den Schutz einen Sonnenbrand bekommen.
Vielmehr, glaube ich, muss ich jetzt nicht zum Zuschneiden erzählen und werde auch bis auf eine Stelle werde ich alles andere natürlich rausschneiden. Mal ein bisschen noch über die Kultur in Paraguay. Das Ganze sieht hier vielleicht relativ gemächlich aus, aber sie arbeiten zügig. Denn vergessen Sie nie die Temperaturen, natürlich. Mittagspause, Vormittagspause, Nachmittagspause und zwischendurch gibt es dann auch immer wieder mal aufs Handy gucken, tippeln und auch die sogenannte Tereré-Pause. Tereré ist einfach Wasser mit Kräutern und in einer Thermoskanne trägt man es mit herum. Und da hat eigentlich fast jeder so seine Kanne dabei. Ein alter Brauch ist, dass wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, dass man dann aus der gleichen Tereré-Kanne trinkt. Dazu gibt es dann immer so einen schönen Becher dazu, in der Regel aus Metall und auch einen Metallstrohhalm. So eine Kombination Strohhalm mit kleiner Löffel, dass man auch umrühren kann. Das heißt, die Kräuter befinden sich nicht in der Thermoskanne, sondern in dem Trinkgefäß. Und man schüttet dann einfach das Wasser auf die Kräuter, rührt um, lässt es einen kurzen Moment wirken und dann trinkt man. Wie gesagt, vor Corona hat man das auch rumgereicht, dass jeder mal trinken durfte. Das gehört hier einfach auch so, ja, das ist ein Stück Kultur, einfach Zusammengehörigkeit. Und das hat sich natürlich mit Corona, sollte man das nicht mehr machen, das sollte sich verändern. Aber wir sehen immer noch häufig, dass, naja, alte Gewohnheiten kriegt man immer schlecht weg, dass Tereré immer noch hin und wieder rumgereicht wird. So, und jetzt wird's spannend. Das erste Stück ist geschnitten und wird jetzt rübergetragen zur Hütte. Los geht's, Jungs! Ich kann natürlich wieder leicht reden. Ich bin hier im Schatten unterm Baum und die beiden, naja, die tragen das Dach. Wobei, ich kann sie beruhigen, das Dach, es ist, wie gesagt, es sind zwei Blechteile und dazwischen ist Styropor. Es ist nicht schwer, eher unhandlich. Ja, vielleicht noch ein bisschen aus der Erfahrungskiste geplaudert. Und zwar Zusammenarbeit, Handwerker bestellen. Das Ganze läuft hier wirklich deutlich mehr tranquilo ab. Das heißt, die Menschen sind sehr, sehr zuvorkommend, sehr freundlich. Unsere Erfahrung, wie gesagt, seitdem wir hier sind. Auf der anderen Seite sagt man aber auch nicht nein. Das heißt, wenn Sie einen Termin bekommen, dann in der Regel wird man nie sagen, morgen um 13 Uhr bin ich bei Ihnen, sondern es heißt dann eher morgen, im besten Fall noch Nachmittag oder Vormittag. Und wenn es wirklich was Dringendes ist, naja, sollten Sie vielleicht lieber am Tag davor sich nochmal über einen Messenger mit Ihrem Lieferanten in Verbindung setzen und wirklich fragen, ob er kommt. Denn das muss nicht unbedingt sein. Morgen könnte auch einfach heißen, im Laufe der kommenden Woche. Das ist nicht böse gemeint, das gehört einfach dazu. Man hat viel zu tun. Sie sehen, man stirbt aber nicht wirklich den Herzinfarkt, was ich gut finde. Das heißt, das Ganze ist auch noch in einer gewissen Ruhe.
Aber deswegen auch Terminzusagen sind relativ zu sehen. Also morgen ist übersetzt in der nächsten Woche, sag ich mal so 3 bis 5 Werktage. Auf jeden Fall sollten Sie ein Mobiltelefon haben, ein normales Mobiltelefon, wo Sie auch die gängigen Kommunikatoren wie WhatsApp, Telegram installiert haben, denn hierüber wird am häufigsten kommuniziert und auch wenn Sie irgendwas kaufen, können Sie das auch darüber machen. Also es werden hier keine großen E-Mails und Verträge rumgeschickt, sondern wenn Sie in der Regel was kaufen wollen, können Sie das eben auch gerade bei Handwerkern, bei Einzelhandwerkern oder kleinen Handwerksbetrieben gleich über WhatsApp bestellen oder über Telegram. Die bestätigen Ihnen das auch, da steht auch der Preis drin, gegebenenfalls auch wann geliefert wird. Und es ist dann auch hier üblich, dass 50%, gerade wenn es sich um Dienstleistungen handelt, dass die sofort anbezahlt werden. Und da muss man sich natürlich dann nochmal treffen, um dann dem jeweiligen Handwerker das Geld in die Hand zu drücken. So geschehen bei unseren ganzen Schlossern, die wir für den Zen-Garten benötigen. Ja, noch ein paar kleine Informationen. Also das Dach war deswegen ein bisschen schmutzig und wurde gerade von ihm nochmal geputzt. Es hat die letzten Tage endlich ein bisschen geregnet, 2-3 Mal. Und das kommt natürlich vom Regen daher. Und ja, hier sehen Sie, wie anscheinend üblicherweise in Paraguay das Dach gemacht wird. Gerade bei einem Haus, wo eben nur das Erdgeschoss, also nur ein Stockwerk ist. Baugestelle drumherum sieht man, wenn man so durch die Landschaft fährt, durch die Stadt fährt, eigentlich nur bei Häusern, die ja 1, 2, 3 Stockwerke oben drauf haben. Auch hier, wo das Styropor ein bisschen schmutzig geworden ist, vielleicht sieht man das auch auf dem Film ganz gut, da kommt noch eine Verkleidung hin, auch in Weiß, das heißt, die Schmutzflecken sind am Ende natürlich nicht mehr zu sehen und das Styropor ist auch von der Seite geschützt. Wie sind wir eigentlich auf dieses Dach gekommen? Bevor wir mit dem Zen-Garten zum Bauen angefangen haben, haben wir schon 2 kleine und ein normales Bauprojekt durchgeführt. Und gerade bei unserem eigenen Haus haben wir festgestellt, dass die normalen Ziegel, die wir selber benutzen, sehr aufheizen. Selbst mit einer abgehängten Decke von oben, das bringt nicht zu viel bei den Temperaturen. Der Dachstuhl, der wird tagsüber, gerade im Sommer, richtig, richtig warm. Und bei den verschiedenen Touren, die wir gemacht haben, gerade bei einigen Einkaufszentren, die sind nicht nur runtergekühlt, nur da sieht man zum Beispiel auch, die arbeiten genau mit solchen Dächern, die wir auch hier einsetzen. Und da sind wir dann neugierig geworden, welche Möglichkeiten es gibt. Und am Ende übrig geblieben ist, dass wir genau die gleichen Dächer einsetzen, die eben auch in großen Einkaufszentren, Hallen, Bürogebäuden gerne eingesetzt werden, um die Temperatur von oben richtig gut zu dämmen. So, und jetzt sind wir ein bisschen gesprungen, weil ich denke, ich brauche Ihnen jetzt nicht jede einzelne Bahn zeigen, jede eine Dachplatte zeigen, wie sie angebracht wird. Das ist jetzt Nummer 4
Und ja, gedulden Sie sich einen kurzen Moment. Die beiden Herren tragen Nummer 4 rüber, nachdem sie ein bisschen von der Erde gereinigt wurde. Wie gesagt, durch den Regen ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen Erde draufgekommen. Und gleich sehen Sie, wie das ganze Dach mit 3 Bahnen aussieht. Danach erzähle ich Ihnen auch noch ein bisschen generell über Materialien und Beschaffung in Paraguay. So, jetzt kommt es ins Bild. Sie sehen, die ersten 2 Bahnen rechts und eine Bahn links sind schon am Dach und das ist Nummer 4. Ja, wie sieht es in Paraguay aus? Ich habe Ihnen schon erzählt, wir haben die Erfahrung gemacht, dass eben die schönen roten Dachziegel bei den Temperaturen aus unserer Sicht nicht die Dämmung geben, die für uns, ja, wo wir sagen, das halten wir für richtig und angenehm bei den Temperaturen. Es ist uns aber auch bei allen anderen Dingen so gegangen. Außentüren, Innentüren, Wahl der Ziegel. Wir müssen immer wieder sagen, da muss man sich ein bisschen auskennen, denn die Empfehlungen der Einheimischen, die sind gut. Aber natürlich, die empfehlen basierend auf dem, was sie kennen und selber benutzen. Ich meine, der Einheimische ist einfach die Temperaturen gewohnt. Wir als Europäer nicht. Je nachdem, wie temperaturempfindlich sie sind, kann es sein, dass sie gerade in der Nacht beim Schlafen nicht so gerne bei 27 bis 32 Grad schlafen, aber diese Temperaturen kann es in der Nacht haben. Und wenn der Dachstuhl aufgeheizt ist, dann kann das auch in der Nacht noch im Raum bis zu 30 Grad haben. Natürlich, mit der richtigen Klimaanlage kann man das runterkühlen. Übrigens sehen Sie hier im Bild noch, wie die Schutzfolie, also die ganzen Dachbahnen sind natürlich mit einer Folie oben und unten geliefert worden, einfach damit sie nicht verkratzen beim Transport, wird natürlich entfernt und dann montiert. Ja, ich war stehen geblieben bei den Materialien. Das heißt, unsere Erfahrung hat ganz klar gezeigt, auf jeden Fall muss man immer beim Bau dabei sein, aber dann eben auch sich dann am Ende, leider Gottes am Ende, das Ganze selber nochmal überlegen, ob es für einen nicht, ob es auch so in Ordnung ist. Und bei uns, wie gesagt, hier im Zen Garden, wir setzen im Vergleich zu unserem eigenen Haus ein besseres Dach ein. Wir haben uns auch entschieden, andere Fenster einzusetzen. Werden wir auch nochmal ein eigenes Video drüber drehen. Wir haben einige Fensterlieferanten besucht. Wir haben einige Türlieferanten besucht. Und auch bei den Türen innen, außen und bei den Fenstern haben wir uns entschieden, andere Lieferanten für den Zen Garden zu wählen. Einfach gerade zur Dämmung, um hier deutlich optimaler zu sein. Also bei den Fenstern kann ich nur sagen, wird auch noch ein eigenes Video geben, habe ich ja gerade erwähnt. Auf jeden Fall Doppelverglasung haben wir sowieso. Die Fenster natürlich auch getönt, gar keine Frage. Und Moskitonetze, ich kann es nur empfehlen, sollten gleich mit eingebaut sein. Anders kann ich es gar nicht empfehlen. Ja, kommen wir auch nochmal zurück auf Schlafen in der Nacht. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Natürlich kann man im Schlafzimmer mit einer Klimaanlage das Ganze auch runterkühlen. Der Punkt ist nur, ist der Dachstuhl so aufgeheizt, dann werden Sie vermutlich die Klimaanlage die ganze Nacht laufen lassen. Und da stellen sich einfach 2 Fragen. Die erste ist, das Ganze kostet Strom und auch Strom muss hier bezahlt werden und Klimaanlagen ziehen richtig viel Strom. Und das zweite ist, vertragen Sie eine Klimaanlage die ganze Nacht über? Das heißt, wenn die läuft und das dementsprechend auf die Luftzirkulierung ist. Wenn Sie sagen, Sie vertragen es und auch von den Kosten ist Ihnen vollkommen egal, dann können Sie natürlich auch ein anderes Dach wählen. Aber genau das ist der Punkt für uns, wo wir gesagt haben, wir wollen hier auch so gut es geht gute Dämmwerte haben, um eben auch energieeffizient zu sein. Ja, das sind wir einfach. Und genau deswegen dieses Dach, deswegen auch die Ziegel, die Thermoblöcke, die wir einsetzen, um hier möglichst effizient zu sein. Und der erste Arbeitstag ist damit auch schon fast rum. Ich weiß es schon, ich habe es ja gedreht und der Teil ist gerade nachvertont. Die Dachschiene, die Sie da noch sehen, wird heute nicht mehr angebracht. Die wird, wie die Dachschiene rechts, werden auf morgen warten müssen. Morgen wird das Ganze fertiggestellt.
Ich hoffe, es war einfach für Sie ein super interessanter Ausflug zu sehen, wie die ersten Dachteile montiert werden. Hat es Ihnen gefallen, dann freuen wir uns im Zen-Garden, wenn Sie Daumen hoch anklicken. Und sollten Sie unseren Kanal noch nicht im Abo haben, dann natürlich auch gleich noch ein zweiter Klick. Und automatisch werden Sie immer informiert, wenn neue Videos von uns veröffentlicht werden. Wir freuen uns, wenn wir uns in einem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute, Ihr Zen-Garden-Team Paraguay.